Ich folge nun ganz spontan meinem inneren Impuls. Wir haben in der Nacht 1 Uhr, Samstag, 25. Juli 2020. Ich habe jetzt den inneren Impuls, spontan eine Sprachnachricht aufzunehmen, weil in einer Woche findet am 1.8.2020 ein Zusammentreffen statt für Freiheit und Selbstbestimmung, ohne Maskenzwang, frei zu sein, das zu tun, was wir immer getan haben, wozu wir Lust haben, uns mit Freunden zu treffen, zum Konzert zu gehen, auf einer Wiese zu feiern und, und. Was hier in den letzten Tagen auch wieder bei uns in Schleswig-Holstein beziehungsweise in Kiel und Umgebung passiert ist, erschüttert mich, macht mich traurig. Was ist der Grund dafür, dass Menschen, die Angst haben, Menschen, die Masken tragen, Menschen wie Verbrecher behandeln, die keine Maske tragen? Diese Menschen haben große, große Angst vor etwas, was ihnen immer und immer wieder eingeredet werden wird, sagen wir mal so. Wenn ich immer und immer und immer wieder dieselbe Lüge erzähle, und zwar sehr überzeugend, immer und immer wieder,
wird es Menschen geben, die diese Lüge irgendwann glauben. Wie kann ich das ändern oder wie kann ich das verhindern, beziehungsweise wie kann ich diesen Irrsinn beenden? Ganz einfach, indem ich ab sofort keine Nachrichten mehr anschaue, keine örtlichen Zeitungen mehr lese, sondern anfange, selber zu recherchieren, selber zu hinterfragen, was geht hier ab, kann das sein, sich vielleicht auch mal fragen, auch am Anfang, wieso trage ich am Anfang keine Maske, wo alles zu war, wieso muss ich zu Hause eingesperrt sein, während alle Mitarbeiter von Supermärkten und anderen Läden, die auch später wieder aufgemacht haben, die tragen keine Masken hier oben bei uns in Schleswig-Holstein, Raum Kiel zumindest, wie ich jetzt auch erfahren habe, in Eckernförde auch nicht. Alle tragen sie keine Masken und ich als Kunde muss eine Maske tragen. Nun bräuchte ich gar keine Maske zu tragen, aus gesundheitlichen Gründen, so wie meine Mutter auch nicht, so viel wie viele andere Menschen auch nicht. Tragen sie keine Masken, kann es sein, dass das Personal vielleicht gar nichts sagt. Wer dann was sagt, sind die Kunden, die pöbelig werden, rummotzen, sich angegriffen fühlen, wie mir jetzt auch eine Person erzählte. Sie ist in einen Supermarkt rein, sie hat eine Maske auf, aber sie hat sich ein Schälchen Erdbeeren besorgt. Auf diesem Schälchen Erdbeeren war eine verfaulte Erdbeere obendrauf. Und in Zeiten nicht von diesem Irrsinn, sondern vor diesem Irrsinn, wäre das ganz selbstverständlich gewesen und hätte auch jeder gemacht, diese faule Erdbeere neben den Korb zu legen, also abzulegen. Diese nette, liebe Frau, die ich persönlich kenne, hat dies auch gemacht. Und was ist passiert? Sie wurde gleich von einem Kunden angepöbelt, der gleich schrie, kann mal jemand kommen, kann mal jemand kommen. Die Frau da hinten fasste Erdbeeren an. Da fasse ich mir nur an den Kopf, was hier abgeht. Nun ist es ja hier auch so, dass alles Personal ohne Masken rumläuft. Ich habe es ja auch versucht ohne Maske und dann habe ich angeblich das Tuch nicht richtig umgehabt, wie ich das dann mal so am Anfang probiert habe mit Tuch, dann ohne Maske, woraufhin ich dann irgendwann gesagt habe, ich mache dieses Theater nicht mal mit, ich gehe in die Läden nicht mal rein, tu mir das nicht mal an. Und wie ich mir jetzt in meinem vorletzten Video beschrieben habe, war ich vor einem Supermarkt, ich sag's jetzt mal ganz klipp und klar, Aldi, vielleicht spreche ich hiermit auch mal Aldi, Edeka und wie sie alle heißen mal an, dass es auch Menschen gibt, die krank sind und gar keine Maske tragen können. Warum könnt ihr diese Menschen nicht behandeln, so wie ihr euch selber behandelt, während ihr die Waren einräumt, auch ohne Masken? Ihr lauft alle ohne Masken, das ist überhaupt kein Thema. Auch ihr Kunden, ja, die jetzt uns anpöbeln, dass wir keine Maske tragen oder wenn wir mal das runterziehen, giftig uns angucken oder sonst wie irgendwie ausflippen. Fragt euch doch mal, warum beschwert ihr euch alle nicht, warum die Mitarbeiter ohne Masken laufen? Das ist ganz normal für euch. Warum eigentlich? Ja, weil denen kann man das ja nicht zumuten. Ich sehe noch diesen Blick dieser älteren Dame vor mir, ja, die aus dem Aldi-Laden rauskam, total am Pusten war und sich die Maske runterriss und fast vor meinen Augen zusammengebrochen wäre. Das Beste, was man in dem Moment macht, Menschen, die kollabieren oder Menschen, die in Panik geraten, mit denen zu reden, was ich dann natürlich sofort gemacht habe. Ich habe die Situation sofort erkannt. Was mich dann halt auch erschüttert hat, war das Drumherum. Die Leute, die nun kamen, alle maskiert, die ja nun nicht richtig so im Bogen laufen mussten, damit sie zu den Karren konnten, um sich eine Karre wegzunehmen. Keiner von diesen Menschen hat gefragt, was mit dieser älteren Frau los ist. Im Gegenteil, sie wurde mit einem bösen Blick angeguckt, warum sie denn hier im Weg steht. Ich habe darauf gewartet, dass irgendjemand was sagt, hatte aber nicht. Ich finde es erschütternd. Eine weitere Person, die als Mitarbeiterin eines, ja, wo man auch Duschkram und so kaufen kann, die kenne ich auch sehr, sehr gut, die erzählte mir halt auch, sie können ja nun alle ohne Maske da in dem eigenen Laden als Mitarbeiter ohne Maske laufen. Sie selber hat eine Befreiung vom Arzt, weil sie Asthmatikerin ist. Sie traut sich aber auch nicht ohne Maske in die Läden rein, weil auch sie
mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass sie angepöbelt worden ist. Was geht hier ab? Hey, ihr da draußen, die Angst verbreiten, die Schiss haben, die den Politikern glauben, die lügen. Jetzt geht ja schon wieder die nächste zweite Welle wird vorbereitet, ja. In Österreich sind die alle verzweifelt, weil da jetzt wieder die Maskenpflicht eingeführt werden soll. Auf Mallorca plötzlich, ja. Wir wissen ja nun, dass es gelogen wird, dass Presse und Medien lügen, ja. Die ganzen Einheimischen da, es gibt zahlreiche Videos davon, dass die persönlich da rumgelaufen sind und sich fragen, warum sie jetzt wieder Maske tragen sollen. Es wird gelogen und betrogen. Was bitte macht das für einen Sinn? Kann mir mal irgendjemand dieser Verantwortlichen erklären, was das bitte schön für einen Sinn macht? Bestes Beispiel, Frau Merkel läuft die ganze Zeit ohne Maske mit rum. Die ganze Zeit, keiner sieht sie irgendwie mit Maske laufen und sie ist nicht die einzige von diesen Politikern. Kaum sind die Kameras aus, reißen sich die Masken runter, wenn sie mal vor der Kamera anhatten. Frau Merkel hat die ganze Zeit keine getragen. Anfang Juni war dann dieses legendäre Interview, die Pressekonferenz mit Macron. Und da fragte eine Journalistin Frau Merkel, warum sie keine Maske trägt. Daraufhin hat sie nur rumgestottert, dass sie ja eine Maske tragen würde. Ja, sie ist ja noch nie gesehen worden. Ja, wenn ich im Einkaufen gehe, dann haben wir uns nur noch nicht getroffen. Ich trage ja eine. Seit diesem Zeitpunkt plötzlich die Person, die sich Frau Merkel nennt, hat nun eine Maske auf. Kaum ist sie denn außer Reichweite der Kameras, wird die Maske wieder abgesetzt. Was soll dieses Theater? Was soll diese komplette Verarsche? Es ist doch genauso, als wenn ich jetzt mit dem Auto aus der Garage fahren möchte und plötzlich stürzen meinetwegen die ganzen Nachbarn auf mich ein und sagen, du musst das Auto wieder in die Garage fahren. Und ich frage ja, wieso soll ich das Auto in die Garage fahren? Und sie sagen alle, ja, du könntest ja tödlich verunglücken. Oder Bergsteiger. Jeder weiß, wenn er auf dem Berg steigt, dass er abstürzen kann. Wird's verhindert? Wird das da, wie heißt dieser Mount Everest oder wie heißt denn diese, wo die alle da sterben, wo sie hochkraxeln da, wo auch die Sherpas die ganzen Klamotten mit hochtragen, jedes Jahr da viele Menschen tödlich verunglücken. Wird das verhindert? Nein, wird es nicht. Aber hier, mit diesem ganzen Irrsinn, das geht so weit, dass mir Angst gemacht wird, ja, mir wird Angst gemacht. Vor einem Jahr hieß es noch, die Grippe war's, ja. Ich will jetzt nicht beschönigen, dass es nicht auch Fälle gibt, die schwerer sind. Aber es ist ja auch nun bewiesen, dass vieles so gewesen ist, wenn da mal ein Verstorbener ist, dass er mit einer Vorerkrankung dran gestorben ist. Ansonsten auch weiterhin, meine Recherche ist jetzt so umfangreich, so groß, kennt keiner jemanden, der jemanden kennt, der dann schwer erkrankt ist und es haben sich viele Ärzte dazu geäußert. Erschütternd ist sogar, was ich jetzt auch gehört habe, unter anderem von Dr. Schiefmann, der in ein Elektrogeschäft gehen wollte, in einem großen Elektrogeschäft, wollte sich Kopfhörer holen, hatte natürlich auch eine Begleitung von einem kräftigen Freund, der ziemlich groß und kräftig ist. Obwohl er Arzt ist, obwohl er sich ausweisen konnte, obwohl er weiß, wie die Dinge laufen hier, wurde er rausgeschmissen aus dem Laden. Also, es kann auch nicht angehen. Ich sag mir, gut, ihr könnt ja alle, die jetzt mit Maske laufen wollen, ihr könnt gerne alle mit Maske laufen, aber lasst uns doch bitte in Ruhe. Lasst uns doch bitte in Ruhe, wenn wir Abstand halten. Wir halten ja auch Abstand zu euch, denn ist doch alles gut. Jetzt sind wieder ein paar Fälle aufgetreten. Es ist ja immer, stimmt es wirklich? Ich habe immer das Gefühl, so wenn das lockerer wird, jetzt kommen Touristen ins Land, dann heißt es, da sind wieder so und so viele Fälle aufgetaucht. Und wenn man dann näher mal nachfragt, was ist denn das? Ja, bisschen Erkältung, bisschen Schnupfen oder sowas. Wenn ich jetzt in einen Regenschauer komme und ich ziehe mich nicht gleich warm an, ich fange dann an zu frieren, dann habe ich morgen eine Erkältung oder übermorgen vielleicht eine Erkältung und einen Schnupfen. Das ist doch gang und gäbe. Jedes Jahr haben wir Erkältung, jedes Jahr haben wir Schnupfen. Einige Ärzte sind so verschreckt, die sind panisch. Ich hatte da ja auch so ein nettes Gespräch, das habe ich in meinem letzten oder vorletzten Video einem halt auch beschrieben. Viele handeln aus Angst, weil tun sie nicht das, was die Regierung ihnen vorschreibt, haben sie Angst, dass ihnen die Praxis dicht gemacht wird.
Und es kommt, ich finde es so schockierend, weil ich die DDR miterlebt habe. Jetzt, ich lebte nicht in der DDR, ich lebte ja hier in der BRD, aber trotzdem, weil wir ganz viele Verwandten drüben hatten. Ich weiß, wie blöd das Gefühl war, wenn ich mit der Vespa nach West-Berlin gefahren bin, über die Transitstrecke, was wir da erlebt haben. Es war gruselig. Deutsche haben Deutsche bespitzelt, ja. Wenn drüben Deutsche, ja, die wurden dann auch beobachtet. Dann wurden sie teilweise von der eigenen Familie ausgespitzelt. Die Nachbarn haben dann ausgespitzelt. Jetzt ist es genauso. Hallo, ich weiß da was. Hallo, ich weiß da was. Hallo, ich weiß da was. Ich finde es erdrückend. Ich weiß von vielen Menschen, die haben jetzt schon psychische Belastungsstörung, ja. Es gibt die ersten Menschen, die haben Herpes. Ich selber hatte auch Herpes, aber jetzt nicht Herpes, weil ich die Maske trage, sondern weil ich einfach nur geschockt bin, ja. Geschockt bin von dem, was hier gerade überall passiert. Ich bin einfach nur sprachlos. Ja, ich werde abfällig behandelt, wenn ich mich nicht diesem Irrsinn beuge. Und wenn ich sage, jetzt auch mit dem Gespräch, was mir jetzt eine erzählt hat in so einem Laden, habe ich mich umgedreht und hab die ganzen maskierten Leute gesehen und habe dann auch im Großen wirklich gesagt, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Vorher sind wir alle ohne Maske gelaufen, dann wird alles aufgemacht, dann wird mit Maske gelaufen. Keiner fragt sich wirklich, keiner fragt sich, warum komplett alle Mitarbeiter ohne Maske sind. Keiner fragt sich das. Aber wehe, ich als Kunde lauf ohne Maske rein. Da stürzen garantiert zig Leute auf mich los und sagen, sie haben keine Maske, sie müssen den Laden verlassen. Ja, sie schaden ja uns, sie schaden ja uns. Wenn ich draußen an der Seeluft laufe, meine kleinen Kinder mit Masken versehe, wenn ich jetzt höre, wie eine Frau ihr Kind ins Internat bringen wollte, ja, und es dann lieber wieder mit nach Hause nimmt, weil das Kind hat eine Befreiung für den Maskenzwang. Und sie dann da in der Schule, in dem Internat zu hören kriegt, dass ihr Kind nur mit Maske da zur Schule gehen kann. Da frage ich mich, geht's noch? Wenn ich jetzt sehe, die Einschulung kommt, es gibt jetzt passend zu den Klamotten die Maske dazu. Die Kinder, die kriegen passend zum Ranzen jetzt eine Maske. Ne? Und dieser Irrsinn nimmt einfach kein Ende. Es werden immer noch alle Ärzte und Wissenschaftler und Virologen und wie sie alle heißen, nicht angehört. Es wird weiter ignoriert. Es wird weiter bei YouTube-Videos gelöscht. Es wird weiter bei YouTube-Videos unkenntlich gemacht, damit sie nicht gefunden werden. Und, und. Ne? Und es wird weiter diese Scheiß, wirklich, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, aber ich bin wirklich fassungslos und sprachlos. Beste Beispiel Heiko Schrank. Mit seinem, ja, GEZ-Geschichte in Potsdam. Es waren unglaublich viele Leute da. Es hat mich berührt. Familien, ältere Leute, alle waren sie da. Ja, Spiegel-Themen, TMTV oder wie die da heißen. Was die da draus machen, da wird mir einfach nur schlecht. Da wird mir echt nur schlecht. Komplett verdreht, komplett, wirklich. Das erinnert mich dann auch wieder an den Schwarzen Kanal aus der ehemaligen DDR. Ja, da wurde ja auch die Tatsachen komplett verdreht. Man kann anhand, wenn man sich die Mühe macht, man kann sich wirklich die Mühe machen und gucken, wie viele Leute, wirklich, wie viele Leute an dem Tag da waren und selber die Videos hochgeladen hat. Es hat mich berührt, ich war nicht vor Ort, aber es hat mich berührt, wie toll, wie viel Liebe darüber kam. Und wir wollen alle nur eins, wir wollen endlich wieder unser Leben so leben, wie es uns gefällt. Jeder möchte sein Leben so leben, wie er es gerne möchte und nicht vordiktiert bekommen, du kannst nicht mehr an dem Leben teilnehmen, wenn du nicht diese scheiß Maske aufsetzt. Ja? Oder wenn du jetzt nicht geimpft bist oder sonst irgendwas. Es ist doch einfach gestört. Kann mir mal jemand sagen, kann mir mal irgendjemand sagen, da draußen von den Politikern, um was geht es hier eigentlich wirklich? Um was geht es hier wirklich? Ich kann jedem nur raten. Vielleicht blende ich jetzt mal dieses Bild hier ein. Wie können wir diese ganzen Irrsinn beenden? Indem wir keine Presse und Medien uns mal angucken, Zeitung meiden. Wenn ich da nur bei den Zeitungen wird wieder hochgepusht, ah, da wieder sechs Neuerkrankte. Es hat nie einer wirklich
war ihm egal. Noch Anfang des Jahres war es egal. Da habe ich noch Leute niesen hören, husten hören, sonst was. Habe ich auch schon oft genug erwähnt an den Kassen und wo auch immer. Ich selber weiß, wie das ist. Ne, früher auch. Wenn man eine Grippe hatte oder erkältet war oder Halsschmerzen hatte, ist man trotzdem zur Arbeit gegangen. Das war gang und gäbe. Und jetzt traut man sich noch nicht mal zu niesen. Jetzt muss ich mir mal vorstellen, ich habe auch eine Pollenallergie. Ich sitze tatsächlich manchmal da, auch meine Mutter, die hat auch eine Allergie, sitzen wir da und trauen uns nicht zu niesen oder zu husten. Wie die ältere Dame da auch vor Aldi sagte, sie hat auch eine Befreiung. Sie traut sich nicht, ohne Maske bei Aldi einzukaufen. Sie sagt, ich huste sehr oft, weil ich eine Pollenallergie auch habe. Ja, eine Gräserallergie. Sie traut sich nicht ohne rein. Sie ist da fast zusammengeklappt. Es ist schon so weit, dass wir, ne, genauso wie die Mitarbeiter von diesen Supermärkten, ja ohne Maske reingehen könnten, es aber nicht tun, oder ich tue es mir ja auch nicht mehr an, weil ich keine Lust mehr drauf habe. Ich habe einfach keine Lust mehr drauf. Also werden wir ausgeschlossen. Wir werden wirklich von den Maskenträgern behandelt wie Verbrecher. Wie Verbrecher. Und das muss ein Ende haben. Wirklich, das muss ein Ende haben. Und ich hoffe wirklich, dass am 1.8. in Berlin, ich weiß es, ich spüre es, es wird eine tolle Geschichte werden. Aber ich wette, es wird in keiner Presse erwähnt. Ich denke auch nicht in der Kieler Nachricht. Vielleicht wird da eine kleine Rubrik sein. Es wird genauso vielleicht auch sein wie die Demo damals gegen Rassismus. Ne? Und wo ja auch ganz viele Menschen da waren, alle ohne Maske da waren. Und wo ja auch, da hätten ja normalerweise zig Menschen erkranken müssen. War aber nicht. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass Wunder geschehen. Dass wirklich Wunder geschehen. Obwohl, ich höre jetzt auch immer wieder und ich spüre auch irgendwie in mir drin, das wird noch eine ganze Weile so gehen. Du selber, fang an. Ich kann dir nur den Tipp geben. Du dir das vielleicht jetzt gerade anhörst. Ja, dass du wirklich sagst, ich fange an selber zu recherchieren. Verlass dich nicht drauf, was Zeitungen oder sonst was schreiben. Also es ist wirklich unfassbar. Und diese anderen Menschen, die wirklich auf diese ganzen Geschichten aufmerksam machen, nur noch beschimpfen und schlecht behandeln. Leute, was soll das? Was bezweckt ihr damit? Das hat doch überhaupt gar keinen Sinn. Was soll der Kram? Ihr müsst nicht beschimpfen oder beleidigen oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie totaler Quatsch und totaler Käse. Ja? Denn ihr könnt ja das glauben, was ihr wollt, aber tut euch doch wirklich mal den Gefallen. Fangt doch wirklich mal an und fragt euch mal ein paar Dinge. Bestes Beispiel, warum musste während des Lockdowns keiner eine Maske tragen und danach alle eine Maske tragen? Warum gibt es keine Grippe, keine Erkältung mehr? Haben wir sie besiegt? Warum gibt es nur noch, ich spreche es jetzt nicht aus, warum gibt es nur noch diesen Irrsinn? Keiner traut sich mehr zu niesen, ne? Die Menschen, die keine Maske tragen, die werden behandelt wie Verbrecher. Geh mir weg. Die irgendwie erinnert mich das auch damals an AIDS. Damals waren die Leute der Meinung, dass AIDS übertragen wird, wenn man einen Händeschlag gibt. Genauso ist es jetzt auch. Die Menschen denken wirklich, jeder hat das ja in sich. Und das, da, wie jetzt? Mit meinem Atem übertrage ich das? Ich kann eine Erkältung und ein Schnupfen oder Husten übertragen, wenn ich niese oder huste. Ansonsten kann ich das nicht übertragen. Wie sagte ein Arzt letztens ja auch, der ja auch sehr sauer war, auch der Notarzt, dass ich könnte jetzt hier eine ganze Reihe Menschen küssen und hätte wahrscheinlich immer noch nicht diesen Irrsinn. Also es ist echt unglaublich. Und es bringt auch nichts, wenn ihr weiter die Ärzte ignoriert, die Fakten ignoriert, die Tatsachen verdreht. Das bringt überhaupt nichts. Und ich sage nur hierzu, wir werden immer mehr und wir werden immer mehr. Und ich werde auch nicht schweigen. Ich werde nicht schweigen. Ich werde weiter jeden Tag mein Leben genießen. Und ja, das tue ich mit, ja, auch ziemlich viel Traurigkeit, wenn ich sehe, wie jetzt meine Mutter, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, die Bombenangriff auf Dresden überlebt hat, die sich wieder ein schönes Leben aufgebaut hat. Wie gesagt, wir haben ja viel erlebt. Unsere Lebensgeschichte kennt ihr zu Genüge.
wozu Menschen fähig sind. Aber das Böse hat noch nie gesiegt. Und wie heißt es so schön? Das Licht erhellt die Dunkelheit, bringt ganz viel Licht in die Dunkelheit. Und so wird auch die Liebe siegen. Die Liebe wird siegen. Und ich freue mich auf den 1.8., wo ganz viele Menschen sich in Berlin zusammenfinden werden. Und vielleicht nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten immer mehr Gesicht zeigen und sagen, wir wollen unsere Freiheit, wir wollen Selbstbestimmung, wir wollen ein liebevolles Miteinander. Und wie gesagt, die Liebe wird siegen. In diesem Sinne, ja, wir haben Sonnabend, den 25. Juli 2020. Es ist jetzt 1.22 Uhr. Liebe, Frieden, Harmonie. Gemeinsam sind wir stark und wir werden ganz, ganz viel zum Positiven verändern. Ja. Und darum habe ich dieses Video wieder gemacht oder diese Sprachnachricht, die ich ganz spontan eben aufnehmen musste. Lass es dir gut gehen. Lebe dein Leben so, wie es dir gefällt. Und du weißt nicht, wann dein Leben vorbei ist. Überlege dir, wenn du wüsstest, du hättest nur noch einen Tag zu leben, möchtest du den Tag mit einer Maske vorm Gesicht leben oder möchtest du frei atmen können, freie Luft holen können, die frische Seeluft einatmen können, frische Luft im Wald oder frische Luft am See, gemütlich mit Freunden zusammensitzen, lachen, ein schönes Konzert angucken. Ich habe eben gerade, das war Central Park in New York, Simon & Garfunkel, ein riesengroßes Konzert, ganz viele Menschen standen da, haben gefeiert und getanzt. War das nicht immer schön, gemeinsam zu tanzen und zu feiern? Damals hat sich doch keiner einen Gedanken gemacht, ach, der neben mir, der hat jetzt vielleicht eine schlimme Halsentzündung oder Schnupfen und Erkältung, steckt mich an. Nein, wir haben teilweise auch die Leute umarmt, die fremden Menschen umarmt. Und so ist es. Denn die Angst nimmt uns die Luft zum Atmen. Die Angst nimmt uns den Mut zu leben. Und die Angst verhindert vielleicht sogar, dass wir schöne Dinge erleben. Weil wir vielleicht aus Angst nicht aus dem Haus gehen. Aus Angst nicht mehr uns irgendwie mit Menschen treffen. Und aus diesem Grund gehen meine Mutter und ich ganz viel raus. Wir machen, genießen jeden Tag. Obwohl ich erschüttert bin, was wir die letzten Jahre erlebt haben, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß, die Liebe wird am Ende siegen. Die Liebe ist stärker als die Dunkelheit. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Drum, gemeinsam sind wir stark und können ganz, ganz viel zum Positiven verändern und wir werden es verändern. Und wenn ich mit diesem spontan oder diesem Impuls, was ich jetzt gerade von mir gegeben habe, die Gedanken, die ich eben hatte, nur einen Menschen erreiche, habe ich schon sehr, sehr viel erreicht. Und das kannst auch du. Also nochmals, Liebe, Frieden, Harmonie. Bis dann. Tschüss. Und lieben Gruß von Kirsten. Tschüss.